So, da sind wir wieder bei Strande 2 und wir knacken erstmal eine Runde. So, wir haben Glück gehabt. Denn wenn man eine bestimmte Anzahl an Weizen hat, gleichzeitig angepflanzt hat, dann läuft man immer Gefahr, dass ein paar gemeine Tierchen kommen und einem alles wegfressen wollen. Ich meine damit nicht Affen. Die dürfen weiterleben. Oh, ich brauche jetzt also ein paar Gegenstände. Und dafür scheint mir dieser Baum hier angemessen zu sein. Wie schon, ich weiß nicht, ich müsste es eigentlich erwähnt haben, einige Bäume geben andere Sachen als andere. Eine Palme zum Beispiel gibt nur Blätter und keine Äste. Lianen kriegt man von der Palme auch nicht, außer von der Lianenpalme. Und es gibt zum Beispiel auch einen richtigen Lianenbaum, da kriegt man haufenweise Lianen draus. Also je nachdem, was man braucht, muss man auf die bestimmten Bäume losgehen. So. Mir ist aufgefallen, dass ich ein bisschen paranoid geworden bin, was meine Aufnahmefunktion angeht. Denn ich habe immer das Gefühl, dass ich vergesse aufzunehmen und ich kann das gerade nicht kontrollieren, weil man das nicht im Bild spielen kann. Zumindest habe ich nicht rausgefunden, wie. Und ich bin ganz froh, dass es eigentlich so läuft, wie es läuft. Und deshalb lasse ich das auch so. Ich weiß auch gerade nicht, ob ich die Aufnahmefunktion gedrückt habe, aber ich glaube schon. Ursprünglich wollte ich nämlich was ganz anderes spielen, aber erst hat funktioniert und ja, dann hat es nach 29 Sekunden aufgehört und ich habe eine Dreiviertelstunde aufgenommen, da habe ich mich schön geärgert. Genau, und ich hatte nicht genug Platz. Trinken wir erstmal ein bisschen Saft, denn da gibt uns auch ein bisschen Essen wieder. Ach, den trinken wir ruhig leer. Saft ist immer gut. Noch ein bisschen Fleisch. Jetzt können wir es wieder aufnehmen. Oh, das hätte ich gar nicht alles gebraucht. Das heißt, ich muss jetzt auf andere Sachen losgehen. Und zwar brauche ich jetzt... Weg. Weg. Ja, das ist okay. Versuchen wir nochmal Feuer zu machen. Das geht nicht. Doch, das geht. Nee. Doch, du musst dich noch mal anstrengen. Egal, nehmen wir die Axt, denn die macht um einiges mehr Schaden auf Bäume. Und es gibt auch einen Baumfall-Skill. Je höher der Baumfall-Skill ist, umso zusätzlich mehr Schaden machst du auch noch. Und der geht bis zu 800 gefällte Bäume. Also wenn man 800 Bäume gefällt hat, ist man schlechter der Wälder zum Beispiel. Da kommen wir später noch dazu. Da kann man wahrscheinlich alle Bäume one-hitten. Das wäre auf jeden Fall ziemlich geil, aber 800 Bäume ist schon heftig. Ich glaube, auf meiner Karte war ich, glaube ich, bei noch nicht mal 400 angelangt. Oh, Beeren. Die könnten wir auch anpflanzen, aber ich sehe jetzt keinen Sinn darin, weil die wachsen hier, ja? Oh, dafür muss dieser Baum erstmal sterben. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. Ja, erstmal egal. Ich bin erstmal, wie schon in der letzten Folge gesagt, froh, dass ich diesen Baum nicht nehmen kann. Doch, jetzt. Nein, dass ich meine ersten Videos hochgeladen habe. Und das macht mich schon ein bisschen stolz. Stolz ist erlaubt, finde ich, in gewissen Maßen. Und ich habe nie gedacht, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Und jetzt kann ich auch verstehen, warum manche sehr böse werden, wenn es immer darum geht, dass alle rumheulen, was besser gemacht werden könnte und pipapo. Wir sind voll. So. Braucht man nicht. Wir brauchen es wahrscheinlich später und dann hole ich es wieder. Wasser brauche ich jetzt auch erstmal nicht alles. Legen wir mal 10 Kekse. Ach ne, es waren ja 5. 10 Kekse da rein. Was könnte man noch gebrauchen? Die Perlen lege ich zwar ungern aus der Hand, aber ich brauche sie echt nicht. Davon kommt was weg. Dann können wir das erste große Gebäude bauen. Und das reicht dann auch schon, wenn wir das gebaut haben. Das allererste Mal habe ich hier wirklich extrem viel gebaut. Nee, das gefällt mir nicht. Ich habe Angst, dass ich da nicht reinkomme. Kann ich hier hinbauen? Hier sieht man übrigens, dass das nicht gerade wenig ist, was man dafür braucht. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber das ist mir egal. Sehr viele Bäume.
müssen dafür sterben. Aber ehrlich gesagt ist mir das jetzt relativ egal, denn ich muss hier überleben und in so einem hässlichen Unterstand. Okay, er ist nicht hässlich, aber ich könnte mir schon Besseres vorstellen. Und ein anständiges Haus sollte man sich schon bauen. Oder sollte man haben. Allerdings ist immer so eine Ansichtssache, mit was man glücklich ist, weil ich habe ja, wo ich angefangen habe mit Arbeiten, in einer kleinen Einzimmerwohnung, die gerade mal 23 Quadratmeter groß war, angefangen. Auf einer alten Matratze. Und trotzdem war ich sehr glücklich drüber. Es war meins, ich konnte es bezahlen und so weiter. Und natürlich konnte ich machen, was ich wollte. Das heißt es natürlich nicht, dass ihr euren Eltern auf der Nase rumtanzen sollt, damit ihr machen könnt, was ihr wollt. Aber ihr könnt rein theoretisch machen, was ihr wollt, wenn ihr eure eigene Wohnung habt. Naja, könnt auch noch nicht machen, was ihr wollt. Aber ihr habt mehr Freiheit. Gut. Damit müsste ich jetzt alles richtig gesagt haben, hoffe ich zumindest. Habe ich eigentlich die Stoppuhr angemacht? Nein, natürlich nicht. Denn ich bin so wunderbar konzentriert immer. Aber ich bin mir, glaube ich, diesmal sicher, dass ich aufnehme. Wenn nicht, kann es euch ja sowieso egal sein. So, was gibt's denn noch jetzt zu sagen? Ja, zu den Skills kommen wir später noch. Die möchte ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Ich denke mal, dann höre ich einfach auf, wenn es dunkel wird. Das heißt, es wird dunkel. Rein theoretisch könnte ich mit dem Bogen die Tiere da, die Vögel runterschießen. Die geben Fleisch und Federn, wenn ich mich recht entsinne. Ja, aber das möchte ich jetzt auch nicht, weil das wäre ein bisschen... Ja... Ich habe genug zu essen und ich töte eigentlich nicht, wenn sich's vermeiden lässt. Zumindest im Realen. Im Spiel ist das zwar manchmal anders, aber es muss ja nicht wahllos hier alles umgebracht werden, was hier rumfliegt und rumläuft und rumkriecht. Oh, ist nicht schon richtig gut. Aber wir werden dann später sehen, wenn sich die Skills erhöhen. Bin mal echt gespannt, wann hier die ersten... Was waren denn das? Heuschrecken, glaube ich, die dann anfangen, das Zeug wegzufressen. Denn das ist eigentlich der primäre Grund, warum ich erstmal den Spaten gebaut habe. Denn mit dem Spaten kann man die deutlich besser erwischen. Und die sind sehr nervig. Ich wusste anfangs gar nicht, was das für ein Geräusch ist. Habe ich nämlich angefangen, schön zu pflanzen und dann kam so ein schmatzendes Geräusch und ich habe mich gefragt, was das ist. Dann habe ich gesehen, dass da mein Zeug kaputt geht. Ja. Und dann habe ich das erstmal richtig realisiert, was da passiert. Und wir versuchen nochmal schnell ein bisschen Feuer zu machen. Vielleicht klappt es ja endlich mal. Ich muss echt mal wieder rausfinden, wo der... Oh, hat sich erledigt. Wir haben Feuer gemacht und wir machen uns eine Fackel. Das heißt, wir brauchen keinen Feuerstein mehr. Die Fackel legen wir auf die... Ne, die legen wir auf die 9 und das auf die 8. Ist mir lieber. Das heißt, wir können jetzt... Nachtwanderung machen. Mit der Fackel kann man auch andere Sachen machen. Ich zeige euch das einfach mal hier. Aha, wir haben Feuer gelegt. Sollte man allerdings sehr vorsichtig machen, denn Feuer breitet sich tatsächlich aus. Also ich habe mal ein Tier in Brand gesteckt. Aus Versehen natürlich. Und das ist... In der Extension Mod in mein selbstgebautes Haus aus Stein gelaufen und es ist alles abgebrannt und das war nicht so toll. Und wir haben jetzt eine weitere Möglichkeit. Wir können diesen Fisch braten. Ja, schön paniert sieht er aus. Schmeckt auch besser. Das Fleisch können wir braten. Wir können jetzt im Grunde deutlich mehr Sachen machen. Wir werden auch später noch sowas Brot herstellen, aber da kommen wir noch zu. So, ehrlich gesagt, mir reicht es jetzt auch erstmal. Wir waren zwar nicht unbedingt sehr produktiv. Wir haben ein bisschen Feuer gelegt. Aber oh, soll ich das hier eigentlich tun? Ja, nein. Ich zünde mal diesen Baum an. Ist übrigens auch eine gute Möglichkeit. Brandrodung funktioniert sehr gut. Ach, er brennt. Also wenn ihr einen schlechten Skill habt, einfach alle Bäume, die ihr seht, anbrennen. Die brennen dann von selbst weg. Eigentlich ganz okay. So, jetzt wird es nicht kalt. Wir haben ein bisschen Schutz wegen dem Feuer vor Tieren.
Und da sage ich erstmal auf Wiedersehen. Das war's von heute mit Wichtelein. Ciao.